Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sie hier und herzlich willkommen zurück zu Sie Talked. Heute eine interessante Geschichte, wirklich. Ich habe heute extrem geweint. Ist nichts Schlimmes passiert, irgendwie finanziell oder in der Familie oder so. Es ist eigentlich was Belangloses für manche passiert. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe immer viele Haarclips und ja, die sind mir halt sehr wichtig, die unterstreichen so ein bisschen meinen Style. Und ich habe tatsächlich meine pinke Orchidee verloren. Ich habe sie jetzt wieder gefunden. Ich hatte die pinke Orchideenspange verloren. Ich dachte so, oh Gott, kannst du hier verloren haben? Du warst bei Parkstation und so. Aber eigentlich, die sitzt so fest im Haar. Guck mal, wenn ich die jetzt ins Haar mache. Ich ziehe da dran. Stell euch mal vor, jetzt für den Wind wehen hier. Geht halt nicht raus. Guck mal, ich ziehe jetzt richtig dran. Guck mal, wie fest die ist. Die verlierst du nicht einfach so. Also musste die ja hier im Haus sein. Und naja. Da habe ich halt alles abgesucht. Da, wo meine ganzen Spangen liegen. Nee, da war sie nicht. Da liegen meine Schleifen. Da liegt die Rose, die ich mir mal ins Haar mache. Und auch die andere weiße Orchidee. Die war da. Die ganze Spangen liegen da. Und daneben liegt eine Tasche, wo halt diese Haarspangen drin sind. Das Herz und die Schmetterlinge und diese ganze andere Haarspangen, die ich halt habe. Diese Haarclips, die so richtig fancy aussehen. Die habe ich da drin. Aber weder bei den Sachen, wo es sonst liegt, bei anderen Blumen, oder bei den Haarclips, die ein bisschen fancy sind, da ist drin. Kann ja sein, dass ich auszusehen, dass ich bei den anderen Haarclips reingemacht habe. Nö. War nicht da drin. Dachte ich so, oh mein Gott, ist das irgendwie runtergefallen? Hab da alles durchsucht zwischen den Klamotten. Vielleicht habe ich ja irgendwie meine Klamotten ausgezogen, hab da irgendwie Haarclip dazwischen gehabt. Nö, war weg, war weg, war weg. Ich hab gedacht, oh ja, ich glaube, ich war hier einmal den Freitag, ich habe im Discord-Talk quatsche mit meiner Community. Und da weiß ich noch, einmal habe ich die abgenommen und habe die hier auf den Tisch gelegt. Hab hier alles durchsucht. Hab Konsolen weggeräumt. Hab Controller auch genommen. Hab hier alles durchgeräumt. Und ich habe sie nicht gefunden. Und ich dachte so, oh Gott, siehst du, jetzt muss das Schicksal akzeptieren. Die Klammer ist weg. Wer jetzt denkt, oh, first rap problem. Es ist hier heute rum, weil sie eine Haarspange verloren hat. Was ich mit dieser Haarspange erlebt habe. Das könnt ihr einfach nicht ersetzen. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, okay, Haarspange ist weg, kauf mir eine neue. Erstens ist die aus Asien. Kriegst sowas hier in Deutschland nicht, weil die deutsche oder die europäische Spießergesellschaft keine Haarspangen verwendet, die so auffällig sind. Da ist vielleicht ein kleiner Haarclip, der nichts sagend ist. Oder halt gar nichts. Und ich mag es halt, wenn man ein bisschen Personality hat, wenn man seine Outfits unterstreicht. Ich habe ja so ein Blumenkleid, was auch so peppige Farben hat, so weiß, pink. Wenn dazu diese Spange trägst, das ist so ein Statement, das sieht so geil aus. Ja, und ich liebe das einfach so in Style zu unterstreichen, so ein bisschen auffällig zu sein. Und ja, dafür habe ich auch schon Komplimente bekommen von unterschiedlichen Personen, dass die Spangen voll schön sind und so. Und ich habe ja auch viel erlebt, ne? Ich habe ja irgendwann gesagt, so, jetzt hast du so deinen Style gefunden, dieses auffällig girly-mäßige. Und da gehört das eben halt so. Diese Orchideenspange verkörpert das, wo ich meinen Style gefunden habe. Dieses girly-girl-mäßige, auffällige, verspielte. Und seitdem ich diese Spange trage, habe ich meinen Style nie vernachlässigt. Was da eher für Emotionen und Erlebnisse dranhängen, das könnt ihr euch nicht ausmalen. Und jetzt war die weg. Das ist so ein Teil, das ist mir so vollkommen, als würde ein Teil von meiner Seele zersplittern. Als wäre ich nicht mehr ich selbst. Als würde irgendwas fehlen. Ich habe mich innerlich leer gefühlt. Ich habe mich so scheiße gefühlt. Es war wirklich so, als wäre irgendwas von mir nicht mehr da. Ihr findet das jetzt vielleicht kindisch oder albern und hättet ja nur eine Haarspange. Glaubt gar nicht, was mir die bedeutet. Und ihr wisst, wie oft ich die getragen habe in Videos und Let's Plays. Gehört einfach dazu. So, ich habe hier alles durchgesucht. Ja, nicht gefunden. Nicht gefunden. Ich war richtig frustriert. So frustriert, dass ich auf eBay gegangen bin
mir diese Haarspangen noch mehr gekauft habe und eine bunte Haarspange noch dazu gekauft habe. Die ist dann richtig bunt, richtig abgespaced, wird voll cool für den Sommer. Freue ich mich drauf, dass es ankommt. Die sind ja nicht teuer, ne? Ich kriege die auf eBay für 2-3 Euro, so eine Haarspange. Das heißt, ich habe jetzt so 7 Euro gezahlt für 2 Spangen. Ist voll in Ordnung. Aber ich wusste, oh shit, es kommt aus Asien. Bedeutet, ich muss jetzt erstmal wieder 2-3 Monate drauf warten. Na, das ist Quatsch. 1,5 bis 2 Monate, bis 2,5 Monate. Und so lange habe ich jetzt die Signature-Spange nicht. Weil die pinke ist halt meine Signature-Spange. Die trage ich am liebsten. Am liebsten würde ich jeden Tag diese pinke Orchidee tragen. Passt halt nicht zu allen Outfits. Und gerade wenn ich Videos mache, will ich nicht mehr die gleiche Spange tragen. Dann sagt die auch irgendwann, oh, es ist hier, die hat nur die eine Spange. Ist auch ein bisschen blöd. Bisschen abwechselnd, muss ja mal reingebracht werden. Und ich wusste, nicht nur die Wartezeit ist ein Problem, es ist nicht mehr die gleiche Spange. Mit dieser Spange habe ich alles erlebt. Diese Spange war immer dabei. Mit dieser Spange habe ich Komplimente bekommen. Mit dieser Spange habe ich das Statement gesetzt. Ich habe jetzt meinen Style gefunden. Und diese Spange ist einfach nicht mehr da. Das konnte ich mir selbst nicht gut vereinbaren. Aber ich habe die halt nicht gefunden. Da habe ich Silent Hill 2 aufgenommen. Den DLC Born from a Wish. Und da geht es auch irgendwie um Wiederbelebung und auch so ein bisschen Verluste. Und komischerweise, bevor ich den DLC durchgespielt habe, kam mir noch ein Geistesblitz. Vielleicht ist sie ja irgendwie random in eine Wasserkiste gefallen. Und da war die random in der Wasserkiste. Keine Ahnung, wie der hinkommt, ob es von mir spukt, ich weiß nicht. Im Spiel ist ja auch die Akazie verkörpert. Wiedergeburt, ewiges Leben. Und alles ging so ein bisschen um ja, Erneuerung, Wiedergeburt und so. Und lustigerweise, genau dann, wo ich den DLC durchgespielt hatte, habe ich das wiedergefunden. Direkt danach. Also wenn das nicht creepy und gruselig ist, dann weiß ich nicht. Aber es ist echt seltsam, oder? Denn hast du eben halt so einen Verlust, spielst ein DLC, dann noch Silent Hill, wo es auch um Verlust geht, und dann findest du es plötzlich wieder. Auf magische Art und Weise. Es ist nicht gescriptet oder so. Ich verarsche euch nicht, es war wirklich so, es ist so gruselig. Aber ich bin natürlich froh, die Spangen wieder zu haben. Sagt ihr natürlich, ja, jetzt hast du hast viel zu früh gehandelt, jetzt hast du es nochmal gekauft. Ja und? Da habe ich halt 2 davon, mach ich mir 2 rein. Überhaupt noch eine Reservespange. Ist das jetzt schlimm? Ist ja jetzt kein großes Investment gewesen. Habe ich nur eine zur Absicherung. Vorbei, das gleiche gilt, ne? Das ist nicht dann die gleiche Spange. Du kannst sie nicht ersetzen. Weil eine neue Spange ist nicht diese Spange. Auch wenn sie vielleicht genauso aussieht. Und das ist so ein bisschen die Message in diesem Video. Wenn dir was richtig wertvoll ist, du Emotionen mit etwas verbindest, ein Ring, mit dem du deine große Liebe getroffen hast, ein Ring, mit dem du deine Hochzeit gefeiert hast, oder was weiß ich, ein Parfüm, wo du irgendwie deinen großen Jackpot geknackt hast im Lotto oder so. Das kannst du nicht ersetzen. Diese Emotionen werden immer da sein, sind unersetzbar und einfach Gold wert. Wer das versteht, ganz großes Kino, weil du kannst Dinge nicht ersetzen. Wenn du Dinge schon oft hattest, dann sind die teilweise auch mit Erlebnissen und Emotionen verknüpft. Und du kannst es nicht einfach ersetzen. Das ist genauso wie ein Haustier. Angenommen, du hast, was weiß ich, 10 Jahre einen Jack Russell Terrier. Der ist dann gestorben. Dann kaufst du ja auch nicht direkt wieder einen neuen Hund. Und er ersetzt den. Das ist ein ganz anderes Tier, ein ganz anderes Wesen. Du hast ganz andere Emotionen mit dem verstorbenen Hund gehabt. Und der neue kann das nicht einfach ersetzen. So ist das. Und deswegen ist das schwierig mit dem Ersetzen. Deswegen war mir das so wichtig, diese Spange wieder zu finden. Und ich habe sie gefunden. Echt. Also das schlimmste Szenario wäre gewesen, dass ich aus Versehen im Müll geschmissen hätte. Wie passiert sowas? Naja, ich hatte letztens sehr viele Papierkisten untergebracht. Ich nehme halt die Amazon-Pakete. Da mache ich mein Papiermüll rein. Und dann schmeiße ich eine Papiertonne. Kann ja sein, dass es irgendwie
da mit reingelandet ist, die Blume, und dann wäre es weg gewesen. Das wäre jetzt der Worst Case gewesen. Aber so war es halt nicht. Die war einfach in der Wohnung und ich habe wirklich alles durchsucht. Ich habe auch die Wasserkiste durchsucht. Ich bin mir so sicher. Aber erst nach diesem Silent Hill DLC, wo es eben um diesen Verlust ging, um diese Trauergeschichte, dann habe ich es erst wiedergefunden nach dem DLC. Das ist so gruselig. Holy shit. Ich wollte euch das mal erzählen. War jetzt vielleicht nicht so spannend wie andere Talk-Videos, aber irgendwie auch beunruhigend irgendwie. Beunruhigend und schön zugleich. Happy End ist cool, aber es ist so beunruhigend. Auf einmal ist es da nach Silent Hill. Was haltet ihr von der Geschichte? Schreibt es in den Kommentaren, würde mich interessieren, und sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Daumen hoch, falls euch die Story gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!